Für mich war es natürlich sehr schön. Eigentlich bin ich immer irgendwo hingereist, quasi schon fast, um mal ein Strassenrennen zu fahren. Ich bin schon die Schweizer Meisterschaft auch schon im Land gefahren, aber es ist halt schon mal eine andere Grösse, dann durch die Swiss Woman können fahren im eigenen Land. Und ja, ich habe es sehr genossen, Familie und Freunde am Streckenrand auch zu haben. Und ja, einfach das mal über mehrere Tage auch so ein bisschen im in einem gewissen bekannten Gebiet ja, zu fahren. Und ja, hat sicher auch viel geholfen, dass man das Gelände schon gekannt hat. Ich glaube, es ist schon immer speziell. Wir waren nämlich letztes Jahr eigentlich fast mit der kompletten Bike-Nazi am Start gewesen. Das heisst, ich kenne die Athletinnen natürlich alle schon gut. Und ja, es hat sicher dann durch das auch ein bisschen den Respekt vor dieser Tour wieder genommen, dass ich weiss, dass die Leute eben, wir harmonieren auch sonst eigentlich. Und ja, es hat sicher einfacher gemacht, dann auch eben einem guten Vorfeld nicht gerade das Gefühl haben, man ist da irgendwie ein Aussenseiter, weil man halt nicht so viele Tage quasi auf der Straße verbringt und ja, vielleicht die Tour-Erfahrungen noch nicht so hat. Ja. Letztes Jahr ist es einfach für mich nicht aufgegangen, weil ich extrem zu beißen hatte mit den warmen Temperaturen und habe mich einfach irgendwann nicht mehr geschafft, wirklich genügend zu verpflegen. Darum waren die Berge dann schon nicht mehr so meine Freunde. Aber wie gesagt, ich habe es eigentlich mega genossen. Wir sind eine wunderschöne Runde gefahren über Davos und die Lenzerheide, die Schlussetappe. Und ich glaube, am Ende habe ich auch einfach das genossen, um dort unterwegs zu sein. Und gesperrte Strassen, Freiheit, ja. So rein physiologisch gesehen bin ich eher der Fahrertyp, der wahrscheinlich auch eher so ein Zeitfahrstyle hat. Mir liegt es eher so über längere Zeitdauer möglichst konstante Pace eigentlich zu halten. Darum denke ich, ist mein Fahrprofil wahrscheinlich auch eher gemacht, um noch im Zeitfahren gut zu sein. Ich glaube, so ein Mountainbike fahren dauert rund zwischen 80 und 90 Minuten. Und es ist eigentlich am Ende, weil du auch ins Ziel kommen und erledigen sein. Also es geht aufs Gleiche raus wie im Zeitfahren. Du pacest eigentlich all diese Rennen ein bisschen so gut, wie es geht. Natürlich haben wir auch zwischendrin die Peaks, wo man halt wirklich einen rauslassen und dann wieder ein bisschen erholen in der Abfahrt. Halt der technische Aspekt fällt größtenteils fast weg. Wir haben schon ein paar Kurven im Zeitfahren auch drin, was sicher auch mir dann entgegenkommt, weil ich das vom Mountainbike sicher auch gut im Griff haben. Ja, aber es ist immer spannend. Eben, wie gesagt, ich mag die Abwechslung eigentlich auch, dass mal etwas komplett anderes auch ist. Ich war ein Jahr vorher schon in Belgien Teil des Mannschaftszeitfahrens. Dort ist es aber sehr, sehr spontan gekommen. Also ich war knapp 10 Tage eigentlich in Kanada am Weltcup gewesen. Erfahren, dass ich das machen werde. Also ich ist dort wirklich Tag vorher das erste Mal auf das Velo gesessen und es hat einfach funktionieren. Und wir sind dort so knapp wirklich am Podest vorbeigefahren. Wir haben dann schon früh eigentlich letztes Jahr mal besprochen, ob es für mich etwas wäre, was ich wieder machen würde. Und von mir war eigentlich immer klar gewesen, ja, ich würde es eigentlich schon gerne wieder machen. Darum habe ich schon probiert, noch möglichst viel Zeit auf dem Zeitfahrvelo zu verbringen und habe dann eigentlich 1,5 Wochen konstant auf dem Velo trainiert, um noch ein paar Stunden zu sammeln und vor allem halt auch an die Position mich zu gewöhnen. Das ist eigentlich eine komplett andere Position natürlich auf dem Velo. Die ganze Kraftübertragung habe ich auch gemerkt, dass die halt auch andere Muskeln dann beansprucht. Und ja, es hat Muskeln gegeben, die dann schon ziemlich sauer waren am nächsten Tag. Und ich nicht gedacht habe, dass das passiert mit der anderen Velofahrdisziplin. Ja. Und ich habe auch sehr viele wichtige Tipps noch reinbekommen, auf was ich muss achten, weil ich wirklich absolut keine Erfahrung hatte. Ja, es war ja so sehr schön, dass ich
so herzlich von dem Team aufgenommen worden bin und sie mich auch noch probiert haben, so gut wie möglich zu unterstützen. Ich glaube, es war ein sehr emotionaler Tag und es hat uns sehr zusammengeschweißt. Nicht nur im Sinne von, wir sind ein Team, sondern auch so, ich habe das Gefühl, es ist immer, es gibt halt Männer und es gibt Frauen. Aber das Mannschaftszeitfahren verbindet halt auch wie nur die zwei Geschlechter und es ist so ein anderer Spirit halt. Und es ist wirklich eigentlich das ganze Nationalteam, das dabei war in Australien, hat gebibbert und sich gefreut und sind gekommen zum Podium. Und ja, es war natürlich schon sehr schön und hat einen anderen Zusammenhalt gegeben. Es ist sehr schön, nochmal ein Regenbogen-Trikot jetzt daheim zu haben. Das erste ist schon eine Weile her und es ist ein Junioren-Regenbogen-Trikot und jetzt ein Elite daheim zu haben. Schon sehr speziell und ich glaube, da nimmt man vieles in Kauf. Und ja, mein Weg auf Australien hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, sonst schon eher auch ein Teamplayer und darum fällt es mir nicht extrem schwierig, um auch mal für jemand anderes halt meine Arbeit für jemand anderes zu leisten. Und am Ende denke ich immer, was man jemandem anderen vielleicht mal gibt oder hilft, kommt auch wieder zu einem zurück. Also irgendwann bin vielleicht dann ich die, die angewiesen ist, dass die anderen für mich fahren. Und ja, ich glaube, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und solange man auch wirklich dankbar ist, wenn man die Hilfe kriegt von den anderen, wird es auch nie ein Problem sein. Für mich hat es sich herausgestellt, dass ich eigentlich fast besser performen kann, wenn ich mich immer ein bisschen als Team sehe und dass ich weiss, dass ich das nicht allein meistern muss. Und ja, das hat sicher auch dazu geführt, dass ich so Leistungen jetzt erbringen kann. Und ja, es ist natürlich schön. Also, Emotionen teilt man, sind es die guten oder die schlechten. Wir haben gerade einen speziellen Boom eben auch mit Olympia erreicht, dass die drei Athletinnen und natürlich Marlene auch noch zusätzlich, also ja, vier Medaillen, viel besser jetzt eigentlich nicht können ausgehen, wahrscheinlich für die Schweiz im Frauenradsportbereich. Und ich glaube, es hat schon auch so in der breiten Masse zu mehr Bekanntheit, eben auch allgemein Frauenradsport. Ich glaube, vor allem das Mountainbike hat wahrscheinlich schon ein bisschen an Grösse gehabt, aber ich glaube, die Straße ist wie ein bisschen untergegangen und dass jetzt da eben Marlene und Elise jetzt auch nachkommen und auch immer wieder mal irgendetwas zu lesen gibt, sei es auf SRF Sport oder sonst in den Medien, dass ja, ist sicher sehr gut auch für den Frauenstrassenradsport. Es ist schade, dass es irgendwie die letzten Jahre ein bisschen untergegangen ist. Aber ich glaube, eben mit ihnen als, so ein bisschen als Aushängeschilder sind wir sicher auf einem sehr guten Weg. Ja. Also ich würde sagen, es gibt so ein bisschen beide Emotionen. Klar war es her, um Olympia daheim vor dem Fernsehen zu verfolgen. Wir sind einfach ja, wir haben viele Athleten auf Top-Niveau in der Schweiz und das war sicher schwierig, weil ja, im anderen Land wärst du auch dabei gewesen. Am Ende glaube ich aber, wir pushen uns so gegenseitig zu Höchstleistungen und ja, es ist nicht alles, was, also für mich ist nicht Olympia alles, was zählt und darum glaube ich, muss ich da die Vorteile sehen und einfach, ja, denke, dass es mich auch weiterführt und ja, ich meine, die Trainingslager sind immer cool, wir haben so ein höchstes Niveau, eben, es gibt immer wieder kleine Battles auch dort und ja, ich glaube, das hält uns auch auf Trab und ja, man ruht sich nicht aus. Ich würde sagen, Mountainbike ist wahrscheinlich momentan schon meine Lieblingsdisziplin. Es ist für mich einfach sehr, sehr abwechslungsreich. Aber wie gesagt, ich bin auch im Training sehr viel auf der Straße unterwegs. Eigentlich ist es fast ausgeglichen, was die Trainingsstunden anbelangt. Ja, ich würde sagen, es ist momentan halt einfach, ich habe das Gefühl, ich habe noch wie nicht alles ausgeschöpft, was in mir lungert im Mountainbiken. Und solange das nicht eintrifft, werde ich mich auch nicht wahrscheinlich verabschieden vom Mountainbike.
Aber es ist immer wieder schön, eben auch die Möglichkeiten zu haben, um auf die Strasse zu wechseln. Und ja, ich sehe es nicht so, dass ich würde sagen, ich würde nicht irgendwann sagen, ich wechsle vielleicht auch auf die Strasse und versuche mal eine Saison auf der Strasse. Aber momentan ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Und jede Disziplin hat ihre eigenen Charaktere. Und ich glaube, das Interdisziplinäre wahrscheinlich auch sehr resultatführend, weil man halt eben einfach alle Sachen ein bisschen abdeckt dann und gewisse Sachen dann natürlich auch gut ausspielen kann in den anderen Disziplinen. Also, wenn es vom Datum her aufgeht, dann bin ich sicher immer gerne wieder an der Tour de Suisse dabei.